Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto Wolle. Ja, ich wollte euch diesmal gerne mal alle Zugangspunkte bzw. auch alle... Oh, ich habe gerade direkt einen Subscriber bekommen. Sehr nice. Also alle Zugangspunkte auf jeden Fall mal zeigen. Gut, alle Zugangspunkte zum Anwesen sind ja relativ einfach. Aber auch alle Zugangspunkte überhaupt zur Insel. Da habt ihr, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 4 von 8. Natürlich, die Fluchtpunkte sind gleich mit den Inflationspunkten so ungefähr. Und die werde ich auf jeden Fall euch kurz mal zeigen. Die vom Anwesen, glaube ich, kann man irgendwie auch mit der Kamera. Da habe ich jetzt 5 von 6. Ich glaube, einer fehlt mir da irgendwie noch. Aber ich werde auf jeden Fall mal so ein bisschen aufnehmen und mal gucken, ob ich auf jeden Fall alle halt irgendwie zusammenkriegen. Zusatzbeute oder so ist alles noch so ein bisschen schwieriger. Aber ich probiere auf jeden Fall mal die Zugangspunkte alle mal euch mal kurz zu zeigen. Also würde ich einfach mal sagen, auf jeden Fall erstmal Dankeschön für das Abo gerade eben. Live bei der Aufnahme. Geil. Und ja, dann sammle ich doch jetzt auch schon mal ein bisschen Informationen. Bis gleich, wo ich euch sage, wo der erste Zugangspunkt ist. Der erste Zugangspunkt ist natürlich der Flughafen. Den findet ihr gleich hier oben. Da ist der Flughafen, also bezüglich die Landebahn. Flughafen kann man schon fast gar nicht sagen, Landebahn auf jeden Fall. Und das ist auch der erste Zugang, den ihr dann auch haben könnt. Yay. Als nächstes haben wir hier die nördliche Landezone. Heißt auch der Begriff am Norden. Ich werde gleich nochmal zeigen, wo die genau ist, damit ihr das auch noch ganz genau wisst, wo ihr da hin dürft. Die ist halt natürlich gleich hier oben. Das ist schon der Name, ja, nördlich so ungefähr. Bedeutet halt, ne? Ja. Nördliche Landezone halt eben. Also gut, auf zum nächsten, würde ich einfach mal sagen. Dann gibt es hier jetzt natürlich noch den Ostdock. Der befindet sich genau hier. Hier ist auch so ein kleines Dörfchen. Sollte man schon ein bisschen aufpassen. Dann kann man auf jeden Fall auch hier halt ein Foto davon machen und kann das dann natürlich dann auch abschicken und hätte dann natürlich dann auch da seinen Zugangspunkt. Dann gibt es auch noch die Hauptdocks, die findet ihr im Westen von der Map. Ich zeige euch mal kurz, also hier sind die Hauptdocks, hier könnt ihr auf jeden Fall finden. Und ja, damit habt ihr auch so einen Zugangspunkt dann. Dann habe ich hier auch noch so einen Zugangspunkt, ach Mann. Der ist ja auch so ein kleiner, kann man das hier nennen? Kleiner Steg so ungefähr, da steht so ein Boot. Kann man natürlich dann auch dem Paveln schicken. Okay. Ein Angelsteg, genau. Auch noch ein Angelsteg. Der ist dann genau hier oben. Hier könnt ihr sehen. Hier wird dann auch noch der Angelsteg. Der Party hier, wo wir vorhin, also wo wir das erste Mal, wo wir da waren, Party gemacht haben. Das ist natürlich auch noch so ein Zugangspunkt. Und der gehört dann natürlich auch mit dazu. Yay! Dann habe ich hier noch eine Locations und zwar eine nicht fertiggestellte Baustelle oder gerade eine Baustelle oder keine Ahnung, was es auf jeden Fall ist. Die findet sich übrigens hier ganz unten im Süden. Hier ist das Haus von Pablo Escobar und hier ist dann so die Baustelle. Ja. Dann müsst ihr noch circa hier in Schwimmen, Tauchen oder halt auch fahren, wie ihr es gerade machen wollt. Und dann findet ihr hier auch noch einen Zugangspunkt. Also bei der, ja, bei der Villa, also hier so in der Bucht. Circa hier müsst ihr hinschwimmen und dann findet ihr halt auch noch so einen Zugangspunkt. Da könnt ihr mich dann unter Wasser nämlich dann so ein bisschen mit schwimmen. Ich muss gerade gucken, was ihr gefunden habt. Ich glaube aber irgendwo hier, also wenn ihr auf jeden Fall in der Nähe seid, dann findet ihr den. Hier irgendwo halt in der Nähe ist er dann halt. Und ja, das waren dann, denke ich mal, auch schon alle Zugangspunkte so. Fällt es auch sonst keinem ein. Falls ihr noch einen kennt oder sowas, schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Videobeschreibung. Hey, Ecto, du hast da definitiv einen Punkt vergessen. So los kann doch keiner sein. Ja, und ansonsten könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, meinen Kanal abonnieren. Auch gerne, ja, Glocke aktivieren. Braucht ihr nicht unbedingt Video bewerten, positiv, negativ. Wie euch halt gerade danach ist. Und ich wünsche euch einfach allen noch einen schönen Tag und vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, sagt hier der Ecto Wolle. Tschüss.